Moini Moinchen, ihr schroffen Boys and Girls und herzlich willkommen bei Radio Schroffhausen. Ich cutte mal eben die Radiostimme und begrüße euch hiermit zur allerersten Ausgabe meines Radioformats. Jawohl, wie der Name schon so versprechen könnte, geht es um Videospielmusik. Und was wäre eine würdige erste Ausgabe auf diesem Kanal, wenn es nicht der Gameboy wäre? Natürlich, es geht heute um Gameboy Soundtracks und die sollen im absoluten Fokus stehen. Ich werde mich immer zwischendurch mal hier aus meinem imaginären Radiostudio melden, ein bisschen was über den Song, den Komponisten und seine sonstigen Machwerke erzählen und euch dann immer entlassen in die abwechslungsreiche Welt der Gameboy-Soundtracks, denn ich finde diese Welt wirklich sehr spannend und freue mich richtig, wenn ihr heute mit mir eintaucht in diese 20 Songs, die ich vorbereitet habe. Viele Leute haben das Thema Gameboy-Musik so als nerviges Gedüdel irgendwie in ihrem Langzeitgedächtnis abgespeichert, aber das liegt vor allem an dem kleinen Lautsprecher, den das Gerät hatte, der das wirklich sehr quäkig rausgebracht hat. Wenn man die Musik mal über Kopfhörer gehört hat und auch den Stereo-Effekt genießen konnte, dann weiß man, dass der Soundchip und seine vier Spuren, die er nutzen konnte, wirklich zu großem imstande war. Jetzt starten wir auch endlich in die Musik rein, der Grund, weswegen wir alle hier sind, und weil ich so ein langes Vorwort hatte, warten direkt zwei Tracks auf euch. Beide von einem Komponisten. Ich werde das immer so ein bisschen bündeln, wenn wir da Überschneidungen haben. Aber das erste Lied, was wir heute hören, muss natürlich vom allerersten Spiel kommen, was auf meinem Kanal vorgestellt wurde. Das erste Video auf Schroff gezockt war Tetris. Und wir haben auch da direkt die Type B Challenge erfunden. Deswegen ist der erste Track, den wir hören, die Type B Musik aus dem Tetris Soundtrack von Hirokazu Tanaka, der unter anderem ikonische Soundtracks wie Super Mario World, Alleyway, Dr. Mario und auch den Soundtrack vom zweiten Spiel, was wir gleich sehen werden, gemacht hat, und zwar Kid Icarus. Wir hören da noch den Track Fortress hinterher und dann sehen wir uns hier wieder zu einer kleinen Moderation. Viel Spaß! Thank you.
Als nächstes hören wir zwei Tracks von Alberto José González, ein spanischer Komponist, der wirklich sehr oft mit Infogrames zusammengearbeitet hat. Und wir hören hier ein Spiel, was zwar nicht über Infogrames veröffentlicht wurde und auch nicht in unseren Regionen veröffentlicht wurde, aber was einen mega geilen Soundtrack beziehungsweise vor allem einen Soundtrack zu bieten hat. Und zwar den Metal Beat, den wir jetzt gleich hören von Metal Masters. Ihr hört schon ein bisschen den Beginn möglicherweise im Hintergrund, denn das Ganze beginnt mit so einem Drone-Sound, bevor das Ganze in einen richtig starken Song reingeht, der auch wirklich von einer Metalband gespielt werden könnte, wie ich finde, wenn man das anders arrangiert. Und danach gehen wir in noch einen weiteren Track von ihm, der auch über Infogrames kam, und zwar von Asterix, der Game Over Screen. Wirklich ein richtig schöner Track, der da so abläuft, wenn man das Spiel quasi beendet hat. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit Alberto, der wirklich richtig ikonische Soundtracks gemacht hat, wie Asterix, Lucky Luke, die Ottifanten, Schlümpfe, Hugo 2, das Maus-Game, Tim und Struppi und so weiter und so fort. Viel Spaß!
Die nächsten zwei Kracher kommen von Jonathan Dunn. Als erstes hören wir das Robocop-Theme, also den Song, der auf dem Titelbildschirm läuft, um danach überzugehen in den ersten Level von Jurassic Park. Ja, von Jurassic Park kennen ihn wahrscheinlich die allermeisten auf dem System. Er hat aber auch zu Hook, Desert Strike und Mr. Nuts die Soundtracks gemacht und hat irgendwie gezeigt, dass der Soundchip des Gameboys auch zu Sounds imstande ist, die man sonst nur von einem C64 SID-Chip und Co. kannte. Und das ist so ein Soundarrangement, was ich wirklich unheimlich geil finde. Deswegen viel Spaß mit den beiden Bangern. We'll be right back.
Jurassic Park 1. Der Soundtrack hat sich wirklich so ruckzuck in meinen Schädel eingefräst und kommt auch nach über 30 Jahren regelmäßig mal irgendwie wieder hoch. Und das auf eine positive Art und Weise. Noch ein bisschen was Wissenswertes dazu. Jonathan Dunn hat sich hier bedient. Und zwar an einem Soundtrack von C64 Games, Comic Bakery und Top Gun, die beide von Martin Galway programmiert und komponiert wurden. Er hat hier aber, finde ich, noch deutlich mehr Groove reingebracht. Das C64-Original läuft wirklich sehr quantisiert und hier in dem Fall hat man wirklich deutlich mehr Groove drin und ich finde diese Version von Jonathan Dunn tatsächlich die bessere. Gut, wir gehen jetzt aber auf den nächsten Komponisten, der uns hier einen Ohrenschmaus garnieren wird und zwar direkt zwei in Folge und zwar Hidehiro Funauchi. Sorry, wenn ich die Namen auch nicht immer korrekt ausspreche. Wir haben wirklich sehr viele japanische Komponisten diesmal dabei. Der erste Track, den wir hören werden von ihm, kommt von den Tiny Toon Adventures und zwar dem allerersten Teil Babs Big Break. Wir hören den Track Haunted House. Das ist eine Abwandlung von In der Halle des Bergkönigs von Edvard Grieg, also ein klassisches Stück, was er hier mit dem Ansatz, ich mache da einfach mal eine kleine Haunted-Version draus, also ich mache es ein bisschen gruselig, angegangen ist. Generell ist der Tiny Toon Soundtrack total stark, hat aber ganz, ganz viel westliche Anleihen, was für so einen japanischen Komponisten sehr ungewöhnlich ist. Aber man sieht, dass hier ganz viele Arrangements sind, die sich irgendwie am Blues, Ragtime, Jazz orientieren oder die auch so klassische Themen reinbringen, wie jetzt hier in dem Fall die Halle des Bergkönigs. Wir werden aus dieser Haunted-Version dann übergehen in ein anderes gruseliges Spiel und zwar Castlevania 2. Ja, ikonischer Soundtrack, wirklich Songs für die Ewigkeit drauf und egal ob man jetzt New Messiah, Ripe Seeds oder wie ich jetzt in dem Fall Praying Hands nimmt, der Soundtrack ist einfach zum Niederknien, absolut göttlich und zeigt auch wieder hier, wozu der Chip alles imstande ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und wir hören uns gleich wieder. Thank you.
Ja, meine Lieben, was wäre schroff gezockt ohne Wrestling-Content? Deswegen kommt jetzt hier endlich für euch WWF Superstars mit seinem Titel-Theme bzw. dem Song, der auch während den Kämpfen läuft, vom ikonischen David Wise. Ist ja durch den Donkey Kong Country Soundtrack auf dem Super Nintendo damals in absolute Sphären katapultiert worden und gilt immer noch als absolute Komponistenlegende. Hat aber auf dem Game Boy auch vorher schon geile Sachen gebracht, wie eben den Soundtrack zu Amazing Spider-Man, Battletoads, Fortress of Fear und natürlich auch Donkey Kong Land, den ich aber nicht so schön arrangiert finde wie auf dem Super Nintendo. Deswegen hören wir als zweites von ihm einen Song von einem weiteren Spiel, und zwar Monster Max, was so einen richtig geilen Metal-Soundtrack mit sich bringt, der sehr an Battletoads erinnert, aber irgendwie nochmal ein bisschen fetter ist. Deswegen ist meine Wahl auf ihn gefallen. Und wir hören dort den Song 5. Ob das jetzt der fünfte Track oder für die fünfte Area ist, weiß ich persönlich jetzt nicht. Aber es ist ein sehr schöner Track. Ich würde sagen, Nummer 5 lebt. Und deswegen viel Spaß mit WWF Superstars und Max und bis gleich.
das war's mit den Doppelpacks. Ich konnte mich wirklich bei einigen Komponisten nicht auf nur einen Song festlegen, sondern musste mehrere nehmen. Bei den anderen habe ich mich auch schweren Herzens entscheiden müssen, aber ich bin dann immer auf einen jeweiligen Song gekommen. Wir fangen an mit Keiji Yamagishi. Der ist Komponist unter anderem auch von Tecmo Bowl, einem Footballspiel, und Bad News Baseball. Das ist allerdings nicht auf dem Gameboy erschienen, sondern auf anderen Systemen. Und wir hören heute von ihm den Track von Ninja Gaiden Shadow oder Shadow Warriors, wie es in anderen Regionen hieß, und zwar die Stage 1. Die haut direkt richtig rein, zeigt, wo es lang geht, gibt einen richtig schönen Drive rein und ich wünsche euch viel Spaß damit. Nach so einer Action-Granate gehen wir jetzt mal so ein bisschen in eine bedächtigere Richtung und zwar ein schön nachdenklicher Track, wie ich finde. Also der hat irgendwie so einen schönen Unterton von Mega Man 1, was man eigentlich jetzt auch nicht für seine Nachdenklichkeit kennt im Soundtrack. Wir hören uns den Game Over bzw. Password Screen an. Kommt von Toru Usada, den man auch von Solar Striker, Kicks oder von Mega Man 3 Soundtracks kennt. Ja, wie gesagt, hat so einen leicht melancholischen und nachdenklichen Anstrich das Ganze und irgendwie ein Track, der sich auch bei mir richtig eingebrannt hat. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Und ein bisschen nachdenklich werden wir jetzt ein bisschen bedrohlicher. Und zwar gehen wir in ein absolutes Classic-Game, und zwar Gargoyle's Quest. Meine Aufgabe heute war es aber auch, ein paar Songs rauszukramen, die nicht jetzt so absolut im Fokus spielen. Also nicht die ersten, an die man denkt, wenn man an ein Spiel denkt. Und ich habe mich jetzt hier entschieden für den Track Sand Maze. Kommt übrigens von zwei Leuten, dieser Soundtrack. Zum einen von Yuki Iwai, die immer noch bei Capcom beschäftigt ist und Soundtracks für Gargoyle's Quest 2, Mega Man, Arcade-Version, Street Fighter 3 Alpha und so weiter gemacht hat.
gemacht hat, aber auf dem Gameboy keine weiteren Soundtracks zu verzeichnen hatte. Und von Yoko Shimomura, ich hoffe, ich habe das korrekt ausgesprochen, die als Support bei dem Track beteiligt war und heutzutage deutlich aktiver ist bei eben Spielen wie Kingdom Hearts, Xenoblade Chronicles, Super Mario RPG, Streets of Rage 4, Mario und Luigi und so weiter. Also die war damals angelernt und ist jetzt richtig aktiv in dem Bereich. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem bedrohlichen Sand Maze. Ein weiterer sehr nachhaltiger Klassiker meiner Kindheit war Metroid 2 mit der Rückkehr von Samus. Das erste Mal hat sich so richtig mein Visier geöffnet, wie groß eine Spielewelt auf dem Gameboy eben auch sein kann. Und dieses Prinzip, wie ein Metroidvania funktioniert, also sich irgendwo aufzuleveln, um an einer anderen Stelle, wo man vorher nicht weiterkam, dann weiterzukommen, das hat so richtig seinen Anker bei mir gesetzt und dann ja quasi den Weg geebnet für Super Metroid, was dann mein nächster Burner war in der Richtung. Aber wir hören jetzt von Metroid 2 den Track, der in der ersten Oberwelt quasi läuft, und zwar Surface of SR. R388, kommt von Ryoji Yoshitomi. Der hat auf dem Gameboy auch noch zwei weitere Soundtracks gemacht, und zwar Wario Land, also Super Mario Land 3 und Game Boy Wars. Bis in die aktuelle Zeit ist er für Nintendo aktiv, als Supervisor und als Komponist auch, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem doch recht ungewöhnlichen Track, weil das, was man so als Geräusche immer ausmacht, soll die Perkussion sein, also das, der Schlagzeugersatz, ne? Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, wie hier in dem Lied rhythmisch gearbeitet wird. Aber generell ist der Soundtrack an sich auch mit der Melodieführung und so weiter wirklich auch eine Sache, die sich sehr schön ins Kleinhirn einbrennt und auch ins Langzeitgedächtnis. Also, gebt's euch!
aus den spannenden Tiefen von SR388 gehen wir jetzt in einen Track, der einfach nur Spaß macht. Das Spiel Prehistoric Man von Titus veröffentlicht hat einen Soundtrack von einem deutschen Komponisten mit dem Namen Thorsten Mitschele. Ja, er hat auch den Soundtrack für das Blues Brothers Jukebox Adventure gemacht, der auch nicht zu verachten ist, und für Prehistoric 2. Das ist aber nie auf dem Gameboy erschienen, sondern ich meine nur auf dem PC. Ja, wir hören Track 3 von ihm. Das ist so ein Track, der mich auch wieder sehr an Amiga und C64 Soundtracks erinnert, so von der ganzen Komposition und dem Arrangement, und der auch einfach zeigt, wie vielschichtig der Gameboy Soundchip ist. Und wie gesagt, mir macht er einfach nur Spaß. Also euch hoffentlich auch. Bis denn! Was mir auch immer Spaß gemacht hat, ist, den ersten Teil von Teenage Mutant Ninja Turtles in den Gameboy zu schmeißen. Fall of the Foot Clan. Ikonische Soundtracks auf jeden Fall. Man hätte jeden Track nehmen können, aber meine Wahl ist auf die Stage 5.1 gefallen, auf den Technodrome Tower. Ja, irgendwie so ein Song, wenn ich ihn jetzt nochmal gehört habe, bringt er mir eine gewisse Gänsehaut irgendwie und Memories, und deswegen ist die Wahl definitiv auf ihn gefallen und ist natürlich nicht die erste Wahl, die man fällt, wenn man diesen Soundtrack-Namen hört, aber das ist ja auch heute die Prämisse. Und kommt übrigens von Michiru Yamane, der Soundtrack, die auch für Motocross Madness und Nemesis die Soundtracks auf dem Gameboy gemacht hat und die auch immer noch umtriebig ist und sehr, sehr viel ikonische Soundtracks gebracht hat. Viel Spaß!
Zum nächsten Komponisten sage ich nur drei Worte, und zwar deutsche Videospielkomponisten-Institution. Chris Hülsbeck, natürlich. Nein, Chris Hülsbeck hat nicht auf dem Game Boy selbst komponiert, aber er hat einen Track komponiert, der hier für ein Spiel, ja, übertragen wurde, geportet wurde von Dave Rogers, der übrigens auch die Soundtracks für Missile Command und Centipede gemacht hat, und von Paul Kenny, der auf dem Game Boy sonst mit nichts weiter aufgefallen ist als diesem Spiel, und zwar Universal Soldier. Wir hören den Track Traps von Chris Hülsbeck, der in super vielen Arrangements bekannt geworden ist, am meisten natürlich über den Turrican 2 Soundtrack. Und ja, das ist das Lustige, der Turrican 2 Soundtrack versteckt sich zusammen mit dem Turrican 2 Gameplay in dem Spiel Universal Soldier auf dem Game Boy. Also eine Filmlizenz wurde über dieses Spiel gestülpt, und auf dem Game Boy haben sie sich auch richtig Mühe gegeben, Sprites zu ändern. Den ganzen Look auch von unserem Hauptsoldaten. Aber wenn man ihn laufen sieht und springen sieht und generell die Pose, wie er die Knarre hält, man erkennt schon, dass es an Turrican 2 orientiert wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, aber Turrican 1 gibt es doch auch auf dem Game Boy. Nimm doch den Titeltrack, der ist doch auch ikonisch. Ist er definitiv, aber leider nicht auf dem Game Boy. Er ist völlig falsch quantisiert worden und ist deswegen eher ohrenkrebsfördernd, als dass er irgendwie gut ins Ohr geht. Ganz anders bei dem Track, den wir jetzt hören werden. Traps vom Universal Soldier Soundtrack. Also, lasst euch trappen von diesem Ding. Von unbarmherziger Action à la Universal Soldier kommen wir jetzt zu einem kindergerechteren Spiel, und zwar Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Wir hören das ikonische Athletic-Theme, einfach nur um euch zu zeigen, dass bei dem Soundtrack sehr auffällig ist, dass die Hauptmelodie dieses Spiels in ganz, ganz vielen Leveln wieder auf uns wartet. Nicht unbedingt in den Oberwelten, sondern immer in den einzelnen Leveln. Da kommt immer diese Melodieführung wieder eingestreut, und ich hatte noch zwei weitere Songs irgendwie so zur Auswahl, die aber leider nicht diese Melodieführung haben. Deswegen habe ich mich jetzt doch schweren Herzens für diesen Track entschieden, auch wenn der komplette Soundtrack wirklich eine absolute Empfehlung ist. Was ich sehr auffällig, aber auch spannend finde, ist, dass jedes Super Mario Land von einem anderen Komponisten untermalt wurde. Und das ist aber, glaube ich, die Stärke, weswegen man so denkt, okay, jedes Super Mario Land hat irgendwie einen anderen Feel und irgendwie ist es jedes Mal so ein bisschen frisch. Und das mag auch am Soundtrack liegen. Ne? Der erste Teil war ja von Hirokazu Tanaka untermalt, und jetzt kommen wir zu Kazumi Totaka, auch berühmt für F1 Race Soundtrack, Link's Awakening oder Wario Land auf dem Virtual Boy. Ist auch heutzutage noch bei Nintendo beschäftigt, und wo man seine Tracks auch noch herkennen könnte, wäre Mario Paint, auch wirklich ein sehr ikonischer Soundtrack auf dem Super Nintendo. Der dritte Teil war ja dann von Ryoji Yoshitomi, der bei Metroid 2 aktiv war, aber da haben wir gerade schon drüber geredet. Deswegen kommen wir jetzt endlich zum Athletic Theme von Super Mario Land 2, und ich wünsche euch ganz viel Freude damit. Thank you.
So, meine Lieben, was haben wir heute schon alles gehabt? Wir hatten Lustiges, wir hatten Action, wir hatten Nachdenkliches, wir hatten Bedrohliches. Ne? Also da waren schon sehr viele Stimmungen heute dabei, die der Gameboy uns gebracht hat und ganz viel Variation, die der Soundchip auch so zu bieten hat. Jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die das Ding natürlich auch ganz gut kann. Gerade in den Rollenspielen wurden wir überschüttet mit Soundtracks, die einen ja auch emotional irgendwo packen können. Und das kommt jetzt auch mal. Manche Leute sagen, ihnen läuft eine Träne bei dem Ding runter, aber ist bei mir jetzt persönlich nicht so, aber es ist ein sehr schöner Track und zwar nennt er sich Mana's Mission vom Mystic Quest Soundtrack. Das Spiel hieß ja Seiken Densetsu, also der erste Teil der Mana-Reihe auf dem japanischen Markt oder auf dem amerikanischen Markt war es das Final Fantasy Adventure. Der Track heißt aber überall gleich, wie gesagt, Mana's Mission von Kenji Ito, der unheimlich viele Final Fantasy Soundtracks mitkomponiert hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine kleine Gedankenreise bei diesem doch sehr nachdenklichen und auch traurigen Track. Na, habt ihr schon gedacht, die Sendung wäre zu Ende? Weil der Track wird sich auch prima anbieten als letzter Track so einer Sendung. Nein, die Sendung ist noch nicht vorbei, sondern es fehlt noch ein Track, der sich auch anbietet wie nichts anderes Gutes für sowas. Und zwar, das zweite Video auf meinem Kanal war Super Mario Land. Und was passiert, wenn man Super Mario Land 1 durchspielt? Wir steigen in die Rakete mit Daisy zusammen natürlich und reiten in den Sonnenuntergang auf unserer Rakete den Himmel entlang. Deswegen nennt man den Track auch Rocket Ship Ride. Manche nennen es auch einfach Staff Roll oder Ending. Wie ihr auch sagen mögt, der komplette Soundtrack von Super Mario Land 1 kommt von Hirokazu Tanaka, dem einzigen Komponisten, dem ich heute hier drei Songs gewidmet habe, weil er für mich auch, glaube ich, so auf dem Olymp dann doch ganz oben steht, der Gameboy-Komponisten. Und ich wünsche euch jetzt wirklich viel Spaß mit diesem ikonischen Abschlusssong und damit ist auch wirklich finito mit der ersten Ausgabe von Radio Schroffhausen. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, wie ihr es gefunden habt, ob ihr noch weitere Wünsche habt. Es geht dann irgendwann um andere Systeme und so weiter. Aber dazu in der zweiten Sendung von Radio Schroffhausen. Macht's gut, bis dahin. Kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und immer schön schroff bleiben.